In diesem Video möchte ich die Magenta TV-Box vorstellen. Die TV-Box ist ein IPTV-Empfänger zur Nutzung von Magenta TV, dem Fernsehen der Telekom. Das Gerät hat eine integrierte Festplatte zur Nutzung als digitalen Videorekorder oder für Timeshift, also zeitversetzten Fernsehen. Beste Bild- und Tonqualität ist ebenfalls enthalten, das heißt Nutzung von UHD 4K inklusive HDR und auch von Dolby Atmos Ton. Erhältlich ist es in Schwarz oder in Weiß. Zum Vergleich habe ich jetzt hier mal den MR401, letztlich den Vorgängerreceiver, der aber auch weiterhin erhältlich ist. Man sieht schon hier, die Bauform ist anders, sie ist hier flach, hier ist sie mehr so als Kubus. Ich habe bei dem alten Gerät einen Dual-Core-Prozessor, beim neuen Receiver bereits einen Quad-Core-Prozessor, also etwas mehr leistungsfähig. Auch der Arbeitsspeicher wurde verdoppelt von 2 GB auf 4 GB. Und einer der Hauptunterschiede ist auch die WLAN-Fähigkeit der neuen Magenta TV-Box. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, diese kabellos über WLAN anzuschließen. Beim alten Receiver war ja zwingend immer ein Netzwerkkabel notwendig oder man muss halt eine WLAN-Bridge installieren. Diesen kann ich direkt über WLAN mit meinem Router verbinden, ohne ein Kabel zu verlegen oder weitere Geräte kaufen zu müssen. Zusätzlich auch Vorteil der neuen TV-Box, diese kann als Mesh-Repeater dienen oder als WLAN-Repeater. Das heißt, egal ob ich die per Kabel oder per WLAN anschließe, stellt diese Box auch ein eigenes WLAN bereit, was im Mesh-Netzwerk letztlich integriert ist, für einen besseren Empfang mit Ihrem Smartphone oder anderen Endgeräten. Zum Lieferumfang gehört natürlich die Box selbst, dann entsprechend die Fernbedienung in der gleichen Farbe wie das Hauptgerät mit den passenden Batterien. Ich habe hier das externe Netzteil mit 1,8 Meter Zuleitung, dann das Netzanschlusskabel mit 1 Meter Länge, dann eine Bedienungsanleitung für die Box, ein 1,8 Meter langes HDMI-Kabel, welches auch für die UHD-Auflösung geeignet ist, also ein Highspeed-Kabel, und ein 10 Meter langes Ethernet-Netzwerkkabel in flacher Ausführung, das heißt also, das kann man auch bequem in der Sockelleiste zum Beispiel verlegen, um den Receiver per Kabel mit dem Router zu verbinden. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse, es gibt hier auch eine Abdeckung. Hier oben rechts ist der LAN-Anschluss, Netzwerkport. Dieser ist dafür gedacht, um die TV-Box letztlich mit dem Router per Kabel zu verbinden. Alternativ, wenn Sie die Box per WLAN verbunden haben, dann ist das auch ein nutzbarer Netzwerkport. Da können Sie zum Beispiel dann den Smart TV anschließen. Hier gibt es einen Reset-Button, um das WLAN zu resetten. Hier unten eine USB-Buchse, die ist allerdings nur für den Servicefall gedacht. Dann ein Reset-Button für die TV-Funktion der Box. Der HDMI-Port, der den aktuellen Standard 2.1 unterstützt. Und daneben die Buchse für das Netzteil. Besonderheit ist auch die Wechselfestplatte an der Rückseite, die man hier einfach rausziehen kann. Diese hat eine Kapazität von 500 GB. Und im Servicefall, wenn zum Beispiel mal die TV-Box defekt ist, dann können Sie die Festplatte ausbauen und im Austauschgerät wieder einbauen und so Ihre Aufnahmen behalten. Nicht vorgesehen hingegen ist da eine eigene größere Festplatte einzubauen. Was aber funktioniert, ist die Festplatten der Vorgängermodelle MR400 und MR401 weiter zu nutzen. Also wenn Sie dort irgendwelche Aufnahmen haben, die Sie unbedingt behalten wollen, dann können Sie die Festplatte auch dann hier in der Magenta TV-Box wieder einbauen und weiter nutzen. Hier an der Oberseite dieses Geriffelte, das sind Lüftungsschlitze, die dürfen also auch nicht abgedeckt werden, damit die Wärme der Box entweichen kann. An der Vorderseite habe ich hier oben 3 Leucht-LEDs, die den Status anzeigen, also zum Beispiel links werden dann Fehler angezeigt, in der Mitte der aktuelle Betriebszustand der TV-Box und rechts kann man den Zustand des Mesh-Repeaters ablesen. Darunter die Taste WLAN ist dafür da, um das WLAN ein- und auszuschalten. Die Plus-Taste ist hierfür gedacht, um zum einen die Box selber ins WLAN zu integrieren und hinzuzufügen, aber auch, wenn man das Gerät im Netzwerk dann eingebunden hat, um dann weitere WLAN-Geräte zu verbinden, also eine WPS-Taste. Und hier unten, was nicht sichtbar ist, hinter dem Schwarz ist nochmal eine weitere Leucht-LED, die rot leuchtet, wenn die Box gerade Aufnahmen macht. Wie bereits anfangs erwähnt, hat die Magenta TV-Box auch WLAN integriert. Verwendet wird hier der WLAN AC bzw. Wi-Fi 5 Standard in Verbindung mit MIMO 4x4, also mit 4 Antennen. Und Dual WLAN, das heißt also 2,4 GHz und 5 GHz werden parallel unterstützt. Und das Ganze ermöglicht dann Geschwindigkeiten von bis zu 1733 Mbit pro Sekunde.
Wenn die Box selber per WLAN mit dem Router verbunden werden soll, dann muss es ein Router mit 5 GHz Band sein. Um die Mesh-Funktion, also das Mesh-Netzwerk, zu unterstützen, dann ist es notwendig, dass im Netzwerk ein anderer Mesh-Master bereits vorhanden ist, also ein Speedport Pro, Pro Plus, Speedport Smart 3, 4 oder höher, oder halt bereits andere Adapter wie der Speed Home WLAN oder Speed Home Wi-Fi. Ist das nicht der Fall, dann kann die Box selber als Mesh-Master fungieren. Dann wäre das im Zweifel das erste Mesh-Gerät und kann dann wiederum um weitere Mesh-Komponenten wie Speed Home WLAN ergänzt werden. Die Magenta TV-Box unterstützt ja mit UHD oder 4K beste Bildqualität. Zum Beispiel gibt es da viele Inhalte bei Disney+, bei Apple TV, bei Netflix, YouTube, Amazon Prime und weiteren Pay-TV-Anbietern, aber auch teilweise im Live-TV schon. Zur Nutzung von Live-TV in UHD-Auflösung ist ein Magenta zu Hause L-Tarif mindestens Voraussetzung, also mindestens 100 Mbit pro Sekunde. Besser vielleicht auch der XL-Tarif mit 250 Mbit, wenn das bei Ihnen bereits verfügbar ist, oder ein Glasfaseranschluss. Ob und welche Technologie oder welche Internetbandbreite an Ihrem Standort verfügbar ist, prüfen wir gerne auf unserer Webseite oder Sie rufen uns an und lassen sich gern von uns beraten. Wenn Sie mehr als einen Fernseher haben, dann können Sie die Magenta TV-Box um weitere IPTV-Empfänger ergänzen. Ganz neu hier zum Beispiel die Magenta TV-Box Play. Die ist letztlich baugleich zu diesem Gerät. Sie ist allerdings etwas flacher, ganz einfach, weil sie keine Festplatte hat, denn die Zweitreceiver bei Magenta TV nutzen über die Hauptfestplatte dieses Gerätes hier mit. Das heißt also, auch am Zweitgerät geht dann Timeshift oder auch Aufnahmen verwalten und Aufnahmen sehen. Auch die WLAN-Funktion ist hier integriert, das heißt auch die Zweitbox hat dann hier einen Mesh-Repeater drin. Das heißt also auch, dass neben Fernsehen verbessern Sie also auch hier WLAN in den entsprechenden Räumen, wo diese Zweitbox dann steht. Alternativ kann auch das Vorgängermodell genutzt werden, die Zweitbox MR201. Auch die greift dann letztlich auf die Festplatte der Magenta TV-Box zu und selbst der MR401 ist kompatibel. Dessen Festplatte würde halt dann nicht genutzt werden, sondern auch diese würde dann halt hier drauf zugreifen. Trotz der vielen Funktionen, insbesondere auch der WLAN-Funktion, wurde der Stromverbrauch weiter optimiert zum Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, im Betrieb verbraucht die Box kleiner als 10 Watt. Im Standby-Modus sind es weniger als 8,5 Watt und im Ruhezustand weniger als 6,5 Watt, jeweils mit eingeschaltetem WLAN-Mesh-Netzwerk. So, ich habe die Magenta TV-Box jetzt hier hinter mir eingerichtet. Man sieht auch, sie leuchtet jetzt grün, ist eingeschaltet. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Menüpunkte durch, um mal ein bisschen ein paar Funktionen zu zeigen. In dem Fall bin ich jetzt auf der Startseite, die man mit der Taste mit dem Haus drauf quasi erreicht. Da habe ich einige Funktionen, dass ich sehe, was aktuell im TV läuft. Kann hier zum Beispiel auf die Programmübersicht schalten, welche Sendungen aktuell laufen, also digitale Programmzeitschrift. Mit dem Zurück-Button komme ich wieder ins vorhergehende Menü. Hier sind zum Beispiel Filmempfehlungen, aktuelle Themen wie hier zum Beispiel zu Weihnachten und halt verschiedene Empfehlungen der verschiedenen Channels, die es bei Magenta TV zu nutzen gibt. Wenn ich einmal zurückgehe, kann ich hier oben auch in den TV-Programm wechseln. Kann hier sehen, was aktuell im TV läuft und dann gezielt auch eine Sendung auswählen. Hier wird mir auch angezeigt, wie lange die Sendung noch läuft anhand des Balkens. Ich habe hier die Möglichkeit auch bei einigen Sendern und je nach gebuchtem Tarif zurückzuspringen, also Restart zu machen, neu starten. Das heißt, obwohl ich die Sendung nicht aufgenommen habe auf meiner TV-Box, kann ich hier halt den Neustart veranlassen und dann beginnt die Sendung von vorn. Das geht halt nur innerhalb der Zeit, wo die Sendung läuft. Dann gibt es auch hier die Programmübersicht nochmal, die ich eben schon mal hatte. Bei einigen Inhalten, die bereits zum Beispiel am Nachmittag in dem Fall liefen, da gibt es ja dann diesen Hinweis VOD, das heißt also Video on Demand. Das heißt, die Inhalte sind dann auch abrufbar, ohne dass ich sie aufgenommen habe. Also ebenfalls eine Zusatzfunktion. Ich kann hier auch Sendungen direkt aufnehmen, die in der Zukunft sind. Wenn ich hier in der Programmzeitschrift nach vorne blättere und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel
was ich bei RTL das Nachtjournal, die Nachrichten aufnehmen, gehe ich hier einmal rein, dann gibt es hier den Punkt Aufnehmen, bestätige das wieder mit der OK-Taste, kann sagen, ob einmal oder als Serie, also jeden Tag, HD-Qualität oder SD und ja, bestätige das jetzt hier einmal und dann ist die Aufnahme hinzugefügt. So, dann gehe ich einmal zurück. Oben gibt es dann noch den Punkt Meine Inhalte. Hier würde man letztlich Aufnahmen sehen, die ich bereits auf der TV-Box gespeichert habe. In dem Fall auch die geplanten Aufnahmen kann ich mir hier ansehen. Kann hier weitere Aufnahmen hinzufügen. Falls ich bereits Filme bei Magenta TV gekauft habe, würde ich die hier einsehen können. Und auch dann letztlich TV-Pakete, um das TV-Angebot zu erweitern. Die Megathek oben ist letztlich die Online-Videothek der Telekom. Das heißt, hier gibt es verschiedene Filme on demand. Manche Inhalte sind kostenlos, auch aktuelle Filme sind manchmal dabei. Andere Filme kann man ausleihen oder kaufen. Also letztlich, wie man es von anderen Online-Videotheken auch kennt, halt direkt von der Telekom. Nun kommen die Genre-Pakete, die man auch sich ausblenden kann, wenn man die nicht sehen möchte oder nur bestimmte davon sehen kann. Film, Serie, Sport und Kids. Da sind halt verschiedene Empfehlungen entsprechend für die Channels, die halt auch buchbar sind, wie Videoload von der Telekom oder halt die Megathek, RTL Plus, Disney, Netflix und so weiter. So, da haben wir hier oben jetzt die Mediatheken der verschiedenen TV-Sender, zum Beispiel hier ARD, ProSieben, Sat.1, ZDF, RTL Plus. Je nach Tarif haben Sie auch den Premium-Account von RTL Plus mit dabei bei der Telekom. Hier oben gibt es noch die Musikmöglichkeit, Musik zu hören oder Musikinhalte aufzurufen. Und der vorletzte Punkt sind die Apps. Das heißt, ich habe hier beliebte Apps. Ich kann mir bestimmte Apps auch auf die Tasten der Fernbedienung packen. Das geht dem letzten Menüpunkt Einstellungen. Ich hier zum Beispiel, ich habe bei mir vorhin auf die grüne Taste Disney Plus gepackt. Das heißt, wenn ich jetzt die grüne Taste drücke, dann öffnet sich die Disney-App im Hintergrund. Hier auf der letzten Seite Einstellung kann ich verschiedene Feintunings vornehmen, zum Beispiel Bild- und Tonqualität auswählen, Benutzerpins festlegen, Kinder- und Jugendschutz aktivieren oder auch Einstellungen für Aufnahmen im Sender. Zudem wird jetzt hier auch auf die Sprachsteuerung hingewiesen. Da gibt es ja hier in der Mitte diese Taste mit der Lupe, die kann ich gedrückt halten und hier oben in das Mikrofon sprechen und damit verschiedene Sachen vereinfachen. Zum Beispiel Schalter auf RTL. Also den TV-Sender wählen, ohne erst durch irgendwelche Menüs zu klicken oder mit der Hoch-Runter-Taste zu blättern, kann ich halt hier direkt auf den Sender schalten oder auch nach Filmen suchen. Suche Film The Core. Unten wird dann der Text auch kurz angezeigt, den er erkannt hat. Und in dem Fall ist er jetzt in die Video-on-Demand-Liste gegangen, zeigt mir der passende Treffer, in dem Fall den Film, den ich gesucht habe, wenn ich ihn auswähle. In dem Fall in der Megathek auch kostenfrei enthalten und ich kann ihn jetzt dann hier mit der mittleren Taste bestätigen und starten. Sie interessieren sich jetzt für Magenta TV oder für einen schnellen Internetanschluss der Telekom? Dann beraten wir Sie auch gerne auf unserer Webseite oder nutzen Sie unsere Hotline, um telefonisch zu prüfen, welche Bandbreite bei Ihnen verfügbar ist oder auch um Ihre Bestellung telefonisch zu erteilen.